back in ETV. Herzlich willkommen zu Balcony TV Stuttgart hier auf der wunderschönen Dachterrasse der Jugendherberge Stuttgart International. Ein Traum, der Stuttgarter Sommer. Guckt es euch gut an. Wir haben heute die Band Kids of Adelaide hier und freuen uns sehr auf euch. Stellt euch kurz vor vielleicht. Ja, wir sind die Kids of Adelaide. Wir kommen aus Stuttgart. Ich bin der Benny und das da drüben ist der Severin. Wir spielen beide Gitarre oder auch Mandoline und live spielen wir auch noch Bassdrum und Schelle so am Fuß. Aber das muss man dann mal live sehen. Ja. Da haben wir auch noch einen Termin für euch, aber dazu kommen wir dann nach eurem Song, der auch auf dem neuen Album drauf ist. Und der heißt? Tried and Trusted heißt er. Ja, dann leg los. While time is ever changing, things get old and thrown away. And what was once worth a kingdom is no longer needed here today. What a man achieved in his lifetime, declared outdated in a day. As I preach on the progress, I'm not devout, brother afraid. When I see us existing in screens, with the world in between us, it's been an age since we've seen us. This is a song for the tried and trusted, for the treasures we're leaving when we go. I'm loving the rapping rusted, and I hope for the people that I know. The knowing word of an old man who has no weight in children's ears. And why you think you become wise, you're haunted by children's fears. When I see us existing in screens, with the world in between us, it's been an age since we've seen us. This is a song for the tried and trusted, for the treasures we're leaving when we go. I'm loving the ripe and rusted, and I hope for the people that I know. A song for the tried and trusted, for the treasures we're leaving when we go. I'm loving the ripe and rusted, and I hope for the people that I know. Rusted, and I hope for the people that I know. Whoa, whoa.
wunderschön. So schön, dass ich fast vergessen habe, worüber ich mit euch noch sprechen wollte. Herrlich. Was für ein Song. Ist es dir wieder eingefallen? Mir ist es wieder eingefallen. Jetzt, wo ich hier stehe, ist es mir prompt wieder eingefallen. Und zwar, genau, diesen wunderschönen Song kann man auf eurem Album hören. Richtig, ja. Und wir haben im Vorfeld bei euch auf der Homepage gesehen, dass es ein paar Besonderheiten bei der Albumaufnahmesession gab. Ja, wir haben zum ersten Mal bei uns im eigenen Studio aufgenommen. Bei uns zu Hause, ja, wir wohnen zusammen eben und haben auch unser Studio unter meinem Schlafzimmer direkt, ja. Da ist dann immer beschissen, wenn ich Schlagzeug aufnimmt. Ja, genau. Ja, und das war das allererste Album, das wir wirklich dann da in dem eigenen Studio aufgenommen haben. Herrlich. Mhm. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Also, Wahnsinn, genau. Vielleicht können wir den Namen noch sagen. Das heißt Blackhead and Feather, ja. Gibt's auch überall, zu kaufen, ja. So, wem das jetzt so richtig gut gefallen hat, der kommt auf jeden Fall auf Stuttgarter Lichterfest. Denn das ist der nächste Termin, wo man euch in einem total schönen Ambiente nochmal live erleben kann. Mhm. Na? Ja, auf der Das Ding Bühne ist das, glaube ich, hier in Stuttgart. Ja, richtig, am 9.7. Ich habe das im Kopf. Es lohnt sich, es spielen auch nicht nur wir, sondern auch unter anderem The Jerks, mit denen wir gestern Abend auch noch ein Konzert gespielt haben. Deswegen sind wir heute auch noch ein bisschen verknittert. Ja, aber die spielen auch genau auf der gleichen Bühne nach uns. Das wird auf jeden Fall eine riesen Nummer. Herrlich, dann save the date. Und jetzt würde ich von euch noch ganz gerne wissen, wo man euch im Web finden kann. Also entweder auf unserer Webseite www.kidsofadelaide.de oder halt auf Facebook oder wir sind auch bei Instagram. Einfach Kids of Adelaide suchen und da findet man uns auch. Also stalk die Jungs im positiven, abgeschwächten Sinne. Dann freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid bei Balcony TV Stuttgart das nächste Mal. Und euch viel Spaß beim Stuttgarter Lichterfest. Dankeschön. Ciao. Back in ETV.